Hallo, wir sind wieder. Die verrückte Truppe. Heute mal mit dem Herrn Lutz hier. Jo. Hallo. Und wir müssen hier noch ein bisschen grubbern. Wo? Jo, weil wir wollen ja wieder irgendwas in die Erde reinrammen, ne? Welche Firma Ja, haben wir was? jetzt? Huch. Ach, und man sieht sogar das, was ich im Stream habe. Aha, okay. TV ausblenden müssen, kannst du aber jetzt immer noch machen. Haben nur ein Feld. Du, das ist Ja. doch einfach nur die Schrift, wo wir jetzt gerade hier sind. Also von daher alles schick. Man muss schon wissen, ob du das mit anzeigen willst. Ja, das kann da drinnen bleiben. Und zur Not könnten Bild wir auch 4. mal fragen in die Kommis, ob das so gefällt. Vielleicht machen wir es auch noch bunter. Besten im Kotzgrün. Ist gerade kurz blau. Ne, Kotzblau gibt's nicht mehr, gibt's nur Kotzgrün. Mach ja nochmal so Vorgewende nach, ne? Oder komme ich dann gleich zu dir da? Fangen wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, ich hab ja tüchtig gemacht das letzte Mal schon. Na, ich hab's jetzt auch gerade wieder gesehen. Für euch neue Aufnahmesession. Schön ist sein Ja, Blumen. gut, das brauchst du jetzt nicht immer sagen, dass wir eine Session aufnehmen. Wir können in dem Sinne jetzt noch mal nach euren Kommentaren dann auch noch mal gucken, was war. Wie, das hast du nicht? Da, jetzt noch nicht. Soweit war ich noch nicht. Schäm dich. Alles schöne Blümchen. Little Blümchen. Sonnenblumen wachsen gerade. Abend. Ja, Alles warte. gut, alles gut. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab auch überlegt, wo kommst du jetzt lang? Na, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du jetzt die andere Seite das Stück da machst, das will Ich mache jeder jetzt so. die andere Seite. Alles gut, Tiger. Ich hab's doch gesehen. Also wenn ich bis morgen noch nicht zurück bin, dann macht eine Suchanzeige. Wir suchen Lutz. Wer hat ihn gesehen? Für Hinweise bitte Gummibären abgeben. Matze, das ist Oh. ganz einfach. Da mieten wir uns einen Bernardiner, tun den so ein Fässchen um den Hals binden, da findet ihr ihn locker wieder. Jo. Meinst du? Das sind die besten Lawinenspürhunde überhaupt, ey. Apropos Bernardiner. Sag ich mal so die andere Variante, die heißen die Benazan, ne? Kann das sein? Und dann gibt es noch Da habe ich in diese. Frankreich mal so gesehen und er meint, da habe ich nur zufällig über den Umwegen gehört, dass die dafür 800 Tacken und mehr Die Hunde sind gehalten teuer. werden. Teuer, die Hunde, das hätte ich dir auch sagen können. Ja, ist richtig, aber soll ich dir ehrlich sagen, was bringt denn das, wenn du den Hund hast? Und der wird irgendwann wieder wenn man ihn nicht braucht, einfach ausgesetzt. Oder ins Tierheim gebracht. Ja, das ist ja nur das Traurige, dass viele Leute einen Hund für die Kinder kaufen und dann kümmert sich keiner drum und dann ist halt das Traurige, aber das ist immer gibt's ja schon seit Ewigkeiten, also da kannst du jeden Tag darüber diskutieren, nur würde es auf keinen grünen Nenner kommen. Ich schätze mal, das kennst du ja, Lutz, ne? Du hast ja irgendwie mit sowas ein bisschen zu tun, oder? Da kannst du ja ein Lied von singen. Und zur gleichen Zeit, zur Weihnachtszeit, am besten. Das ist ja meistens, werden die Tiere zur Weihnachtszeit gekauft und dann im neuen Jahr sind sie dann meistens schon wieder ausgesetzt. Du Da würde sagst ich mir, mal. Kenner, dass ich schon Dünger kaufen muss. Darfst du nicht? Hä? Darfst du es nicht? Doch, aber nee, ich. Entweder Ja, hab warte ich nicht, ich. du! Ist alles gut. Ja, so Ich hab an. gedacht, wir haben oben noch welchen in der Beute. Lutz, wir sind neu angefangen.
Ja. Das hatten wir da aber gesagt. Ja. Lass mal meinen Traktor stehen. Da musst du erstmal ein Chemiewerk fahren, ne? Das ist doch mal. In der Atze. Ja. Agrochemische. Machen wir doch glatt, fahren wir wenigstens mal ein bisschen über die Map. Ja, wir einspeichern, ne? Huch. Upsala. Oh, wie gut, dass die Leute mir nicht zugucken können, während ich hier am Spielen bin, ey. Mhm. Hätte ich gerade eben so knapp 400 Leute gefressen. Wieso? Hast du eine Genattacke? Ja, so langsam macht sich doch die Müdigkeit ein bisschen merkbar, aber passt schon. Boah. Heute wird durchgehalten bis zum Schluss, dass ich wieder mein Schlafrhythmus wieder reinkomme. Nachdem mich die Meta-Grippe ja so ausgenockt hatte. Ich habe jetzt 2 Tage extrem Tiefpunkt gehabt und dann ist es bei mir irgendwie wieder wie weggeblasen. Ich habe das erste Mal wieder vernünftig gegessen. Ich habe mich die ganze Woche nur von diesen französischen weichen Brötchen da ernährt. Und nichts anderes irgendwie schmeckte und. Meinst du die Milch, diese Milchbrötchen? Ja, diese französischen, die du bei Netto und so kaufen kannst. Da kannst du wenigstens. Warte, die kannst du gut essen auch. Also ich finde die auch nicht schlecht. Ja, vor allem, die sag ich mal, wenn du krank bist und so, dann zwischendurch einfach mal ein so ein kleines Ding da mal reinzutschen, dann. Mal zutschen? Ja, du was kannst du dann noch einen Babkakao einstippen oder so. Obwohl man ja bei so einer Kältung, sag ich mal, eher Tee trinken soll. Weil wegen Milch und so, das stammt ja meistens ab, ja. So, dank bin ich ja vom Husten und so eher verschont gewesen. Bei mir war das eher, sag ich mal, mehr. Bei mir war das wahrscheinlich eher Magen-Darm gewesen. Na ja, klar. Aber dafür geht bei mir der Husten richtig los jetzt. Ja, das ist immer so zum Ende, dann geht's richtig los. Ich war ja nun mal beim Ohr und der hat noch einen Abstrich gemacht. Und erstmal abwarten, was da rauskommt. Lutz, bist du des Wahnsinns? Nein! Machen wir mal. Tu doch nicht sowas! 15.000 und hier ein Schiff, wer kennt's? Na, wer kennt's? Warte nochmal. 15.000 und ihr Schiff. Ja, ihr kennt alle die Satuk verarscht, ne? Nee. Man merkt schon. Was ist nur los? Alles gut. Vielleicht wissen ja die Zuschauer, was gemeint ist. Und jetzt geht's auf immer auf. Aber. Ach, er hat Probleme mit aus der Tür zu kommen. Ist es wohl? So dick bist du doch nicht. Was sie sagt. Das war wieder ein Tiefflieger. Nur reinzugehen sind nett. Weiß ich schon. Aber wir müssen so noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wir müssen ja noch Saatgut haben. Ja, aber da würde ich sagen, da fährt einer dann gleich mal hoch, wa? Wir mit haben wir jetzt schon den Überlader? Den blauen? Nein, haben wir noch nicht. Wieso den blauen? Ja, war doch der andere noch. Oder geht der andere schon wieder? Ich weiß eigentlich, Kinder, Tom, Tom noch mal bearbeitet. Aber wenn er gehen sollte, dann ist er auch gut. Dann können wir auch den nehmen, den. Werden wir sehen.
Globe. Was, Globe? Nee, ich hab gesagt, ich hätte ja auch mit dem HW8 sparen können, aber ich glaube, das hätte dann eine Gepäckung. Du, der hättest eh warten müssen. Das hätte der schon geschafft. Meinst du? Jo, halt ein bisschen langsamer auch. Weil, wegen dem Überpumpen. Jö. Ah ja, Hä? Oh, da war ja was. Da war ja was. Geht ja doch nicht so schnell, wie man denkt. Ach ja. Ach, naja, ja. Ich glaube, das sollte für das eine Feld jetzt reichen. Das reicht auf jeden Fall. Ach, nur weil hätten wir den kleinen Maulwurf cool mit der Schaufel und hätten wir es direkt in die Sackmaschine reingeschaufelt, was denkst du dann? Echt mal. Ja, mal. Für den Kiebel. Die sind nicht so wie Brechstange. Und Mauer. Oder wie war das? Nein. Da kannst du auch so haben, indem diese manchmal auch so hat wie eine Brechstange. Schmeckt aber nicht so gut wie Brechstange. Ja, aber die Salami schmeckt gut. Darum sag ich gerade. Erst ebelst du die Sachen wieder zurecht und dann kannst du den Salami noch aufessen, warum nicht? Kommt doch wieder hin, ey. Los, aber die da drüben, ich bin fast fertig, ja. Ja, ich auch. Also wir würden die Folge dann werden wir fertig sein. Definitiv. Hat ja wunderbar gepasst. Können wir gleich die nächste dann das andere machen. Wenn unser Kollege dann gleich hier unten das zum Dünger streuen. Bin auch gleich unterwegs. Jetzt die Mutbrücke. Oh, er ist hier. Ja, oben, ich bin oben. Wahnsinn. Oder wolltest du irgendwie, du hast irgendwas angenommen, ne? Hast du gesagt, ich sehe nicht. Ja, ich hatte aber jetzt mal ein paar Ente-Missionen angenommen. Wenn ich mal, können wir ja das noch machen. Eben, nachher. Erstmal sehen, dass wir das Feld hier fertig kriegen. Ja, erstmal unsere Arbeit. Felder. Ja. Windleiter. Ja, du kannst eh erst anfangen, wenn wir jetzt hier fertig sind. Der mich denn du kommst. Ah ja, du musst jetzt glaube ich einmal runter, wa? Und einmal wieder hoch. Ja, ich habe wahrscheinlich noch zwei Bahnen, die ich fahren muss. Ja, dann passt das ja bei mir auch. Deswegen sind es bei mir mindestens. Ja, doch. Hast recht. Ja. Weil hinten wird es bei mir wieder breiter. Ne, ich sehe es gerade. Das können auch noch drei oder vier Bahnen sein. Oh, da kommt der Lutz angetockert, ich sehe ihn schon. Juhu. Hallo. Ich sehe ihn noch nicht. Waiting noch a little bit. Ich würde sagen, wir machen die Arbeit aber in der Folge noch zu Ende, auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen länger wird. Das ist egal. Wir machen jetzt hier das definitiv fertig, das Grubbern, dass wir damit fertig sind. Dann passt das schon. Sind wir glaube ich bei 14 gleich. Danach kein Sting. Aber es ist halt ein bisschen länger, Richtig. Das wäre Blödsinn, dann noch wieder eine Folge mit Gruppen wieder anzufangen, weil das ist ja. Yep. Wegen. Wollt ihr eigentlich drauf sehen? Ich bin ja am überlegen, ob wir die Probe für Exempel machen und hier den Luzerne draufhauen. Schauen, ob die nachwächst. War da glaube ich schon bei der Kartenversion, wo Thomas glaube ich noch geändert hatte, oder? Ich glaube wohl. Das war glaube ich, ja. Ich glaube. Oder? Nee, warte mal. Ja doch, das kann schon sein. Ja, Prozent, ich weiß jetzt auch nicht. Ist aber erst uninteressant. Wir werden es finden raus. Jetzt kann man es hinterher immer nochmal überkroppern und dann nochmal Gras drauf nennen. Ja. Warten, ist ja der Klee wächst jetzt nach, ne? Luciane theoretisch Klee. Auch. Klee. Weil Luciane ist eigentlich eine Unterart vom Klee. Ja,
frage mich gerade, warum ich hier gerade so Probleme kriege, aber mein Gruppe ist schon bei 46. Ja, der ist schon ein bisschen etwas älter, würde ich sagen. Meiner ist ja auch schon seit zweiter Folge im Einsatz. Yep. Merke gerade, ich hätte vielleicht mit 14 kommen können. Würde sein, dass er noch eine. Ja, bloß ich hatte nur eine 12 draufstehen. Eine Pomade oder was? Ja, ich komme mal rüber. Kannst du da drüben schon anfangen? Kannst du auf der einen Außenseite kannst du schon anfangen, ja. Ich komme bei dir jetzt gerade runter. Oder soll ich auf der anderen Seite fahren? Nee, kannst ruhig machen, alles gut. Das ist alles kein Problem. Also du musst es eh nochmal hochfahren. Nee, ich weiß. Bloß ich wollte jetzt gerade nicht hier in die Quere kommen. Mach hier unten gleich zu. Ja, reicht. Passt, kriegst du mit weg. So. Dann Matze, bitte. So, mit dem Ausblick, oder mit dem Blick, sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Denkt an die Kommis, Däumchen und was nicht alles. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.